A big hand for my fantastic colleague, Josef! Schönen guten Abend. Mit mir gibt es jetzt wirklich 2018er Content. Jugendwort des Jahres 2018. Wer kennt's? Euda! Euda, genau. Die anderen Contender waren Oberaffen geil und mega cool. Euda ist nämlich nicht besonders fresh. Aber wenigstens wird Euda verwendet. Und das ist ja nicht mit allen Jugendwörtern der Fall. Also wer sagt zum Beispiel, dass irgendetwas fly ist? Sagt das nicht mehr? Nein, es sagt niemand, dass irgendwas fly ist oder irgendjemand. Das einzige Jugendwort, das ich verwende, das ist das Wort, man hat eine Jogginghose an und hinten steht das Zettelchen mit der Waschinformation raus. Weiß jemand, was ist das? Es ist das Arschfax, genau. Jugendwort des Jahres 2010. Also, so das. Ja, dafür muss ich mich nicht applaudieren. Es ist das einzige Jugendwort, das es in meinen aktiven Sprachgebrauch geschafft hat. Noch beschissener als Jugendwort sind eigentlich nur die Worte des Jahres. Das kennt sich ja auch jeder. Wort des Jahres 2018. Exactly, Schweigekanzler. Für die es nicht kennen, das ist deswegen so, weil wann immer die FPÖ irgendwie was Furchtbares macht, was in anderen Ländern für Massenaufstände sorgen würde oder für Rücktritte oder so, sagt der Bundeskanzler Sebastian Kurz einfach gar nicht. Man stellt sich das immer so vor, als quasi die besorgte Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft oder Journalisten schreien dem Sebastian Kurz: Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Liederbuch, Affäre in Niederösterreich, was sagen Sie dazu? Und Sebastian Kurz irgendwie sagt nichts dazu und man kriegt nur diese zwei blauen Hackerl im WhatsApp. Und man weiß aber, dass diese Person die ganze Zeit online ist. Es ist dieses Verhalten von Sebastian Kurz ist nichts anderes als ein Musterbeispiel für passiv-aggressives Verhalten. Und dazu muss ich sagen, es ist so eine große Gemeinsamkeit von mir und Sebastian Kurz. Finde ich auch so. Also es gibt da einige Parallelen zwischen uns. Also wir haben beide komische Haare. Wir haben beide großen Erfolg bei älteren Männern. Wir neigen eben beide zu diesen passiv-aggressiven Verhaltensweisen. Und dafür gibt es einen Grund. Nämlich, wir kommen aus demselben Stall. Wir sind beide in der jungen ÖVP groß geworden. Ja, okay, da geht ein Raunen durch die Saale. Wer die junge ÖVP nicht kennt, ist die Jugendorganisation der ÖVP. Seit die ÖVP türkis ist die junge ÖVP das Machtzentrum der Partei. Und ich habe den Absprung geschafft, aber... Danke. Dafür dürft ihr applaudieren. Wenn man in der jungen ÖVP drin ist, kann man sich halt nicht drin ist, kann man sich halt nicht vorstellen, wie es da drin ausschaut. Und ich kann euch da so einen kleinen Erfahrungsbericht geben. Also man kommt da ungefähr so mit 4 Jahren rein. Und dann verlebt man eigentlich eine ganz schöne Kindheit. Aber man spielt halt keine Gesellschaftsspiele. Weil, wie wir alle wissen, there's no such thing as society. Margaret Thatcher? Man spielt nur Individualspiele. Also, der jungen ÖVP spielt man nur Minesweeper. Solitär. Überhaupt nur Spiele, die auf Windows 95 rechnen. Taschengeldkürzungen.
findet man in der jungen ÖVP sehr vernünftig. So eine wichtige Freizeitbeschäftigung in der jungen ÖVP ist Sparen. Schon so mit 8 oder 9 sparen die ersten auf ein Eigentumskinderzimmer. Das Einzige, was man in der jungen ÖVP machen kann, man kann zum Beispiel auch ministrieren. Und, manche ministrieren zum Beispiel so gern, die ministrieren noch weiter, wenn der Gottesdienst schon aus ist. Knien sie immer weiter und läuten nach der Auferstehung die Tür. Aber es wird dann in der Pubertät wird dann alles ein bisschen lockerer. Also da beginnen dann die ersten so Tapes zu tauschen, so Bootlegs von rhythmischen Jugendmessen. Danke für diesen schönen Abend 1976 live aus dem Stephansdom. Und die ganz Wilden in der jungen ÖVP, die dann später zu Neos gehen, die rauchen dann manchmal auch schon ein Pfeifel mit Möhre. Ja, so ist es in der jungen ÖVP. Ihr habt jetzt so einen Erfahrungsbericht aus erster Hand bekommen. Es ist dann in der jungen ÖVP so, also da verlebt man eine Kindheit und dann die Jugend und dann heiratet man und dann kriegt man Kinder und dann kriegt man graue Haare und dann kriegt man einen Golden Handshake und dann geht man in Pension und man ist noch immer Teil einer Jugendorganisation. Es ist faszinierend. Also ich habe den Absprung geschafft, Sebastian Kurz ist noch immer in den Fängen der jungen ÖVP. Es heißt, oder man sagt, also die Ex-Leute sagen so, die junge ÖVP ist der härteste Escape Room der Welt. Na und, aber die junge ÖVP ist halt wichtig, weil sie hat wichtige Funktionen in Österreich, wie zum Beispiel Leute an die Schalthebel der Macht spülen und das Jugendwort des Jahres auszuwählen. Ja, so ist es. Das Jugendwort des Jahres 2018 ist nämlich? Feuer. Ja, wow. Okay, lauter. Lauter! Feuer. Ja, so, das war jetzt dieser unpersönliche Teil des heutigen Abends. Am Ende des Jahres werde ich immer so ein bisschen sentimental und deshalb möchte ich auch was Persönliches sagen. Also für mich war 2018 kein so schönes Jahr. Also ich habe mich so viel gestritten wie noch nie. Oder eigentlich nicht gestritten, weil ich ja so passiv-aggressiv bin. Und für die unter euch, die keine Vorstellung davon haben, wie das so ist, wenn man passiv-aggressiv ist, man ärgert sich über irgendwas total. Und dann steht man der Person gegenüber, über die man sich ärgert, und dann sagt man sowas wie, ja, passt schon. Es macht mir nichts aus. Aber in Wahrheit ärgert man sich weiter und man lässt einfach diese ganzen Emotionen in sich drin und lässt sie nicht heraus. Und das führt dann dazu, dass man dann ganz gemeine Dinge tut, wie zum Beispiel einen Regenschirm, den man sich ausgeliehen hat, verlieren. Oder die Mindestsicherung kürzen. Ich habe das halt heuer an mir erkannt. Ich habe gelernt, dass der einzige richtige Weg ist, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und ich habe das Gefühl, der Sebastian Kurz hat das nicht gelernt. Und deshalb habe ich einen offenen Brief an ihn verfasst. In einer Sprache, die er versteht. Sebastian, Alter. Es läuft bei dir. Leider geil. Aber was ist das für ein Life? Deine Politik? Epic Fail! Ist so. Hör auf mit dem Niveau-Limbo.
You only live once. Dankeschön.